freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich musste heute noch mal kurz zum Action, weil ich Ausschau halten wollte nach den Bambus-Organisern und habe noch ein paar andere tolle Sachen gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zum einen habe ich tatsächlich die Bambus-Organizer gefunden. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es die wieder gab. Die waren nämlich jetzt über 3 Wochen ausverkauft. Davon habe ich mir dann gleich 3 Stück mitgenommen. Ich mag es gerne ordentlich und gut organisiert und die helfen mir sehr gut dabei. Da wollte ich noch ein bisschen hier umbauen, deswegen brauchte ich die. Die kosten 5,95 € und die habe ich, wie gesagt, dreimal mitgenommen. Dann brauchten wir dringend neue USB- und USB-C-Kabel, einmal von USB-C auf USB-C für 1,29 und 1,49. Die Kabel, ja, haben bei uns irgendwie einen großen Verschleiß. Also haben wir davon auch mal wieder ein paar mitgenommen. Dann habe ich auch schon etwas länger Ausschau gehalten nach diesen Schmetterlingen mit Perlen. Die habe ich gleich zweimal mitgenommen. Die sind für meine Tochter und die Tochter von meinem Freund zu Ostern. So eine Kleinigkeit. Die Mädels basteln halt unwahrscheinlich gerne. Und ja, da können sie halt echt coolen Schmuck draus machen. Dann habe ich glaube, das war sogar ein Wochenangebot, ich bin mir nicht sicher, diesen Tischläufer gefunden. Das ist so ein, ja, türkisfarbenes Kunstleder. Und das wollte ich jetzt nicht für meinen Tisch haben, sondern das habe ich mir tatsächlich wieder zum Nähen mitgenommen. Das kostet 3,79 € und ist 45 cm auf 1,50 m. Da kann man schon eine Menge mitnähen. Ich denke mal, vielleicht eine Tasche oder so. Vielleicht mache ich auch ein paar Platzsets draus. Ich weiß noch nicht genau. Ja, aber Verwendung finde ich da auf jeden Fall für. Dann habe ich noch in der Bastelabteilung diese Sticker gefunden. Die habe ich jetzt in mehreren Hauls entdeckt und war sehr gespannt, ob es die bei uns gibt, weil unser Action leider ja immer ein bisschen hinten dran ist, was sehr schade ist, weil man sich ja schon doch, wenn man die Sachen sieht, auf die Sachen freut. Und ja, wenn man da erst nach ein paar Wochen oder Monaten zuschlagen kann, ist manchmal ein bisschen schade. Ich habe hier dieses mitgenommen. Ich halte es mal ein bisschen schräg, damit es nicht blendet. Ja, überall, wo Avocados drauf sind, kann ich leider nicht widerstehen. Muss immer mit. Und was auch immer mit muss, ist alles, was mit Kassetten zu tun hat oder überhaupt Retro ist. 80er, 90er Jahre ist halt so meine Zeit. Und genau, deswegen durften die mit. Als nächstes die Waldtiere. Was genau ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber die haben mir richtig gut gefallen. Die andere Seite auch nochmal Waldtiere, hier zwei solche Bordüren und auch jede Menge von diesen Kränzen sind dabei, die bestimmt auch gut kommen auf dem einen oder anderen Projekt. Dann ein bisschen blumig, frühlingshafte Motive. Fahrräder finde ich auch immer sehr cool, passt auch sehr gut und ja, Heißluftballons sind auch voll mein Ding. Und natürlich Cupcakes und Kuchen und Donuts und alles, was damit zu tun hat, die durften auch mit. Finde ich sehr gut. Hätte ich mir vielleicht sogar noch mehr mitnehmen sollen. Aber naja, man muss ja nicht alles mitnehmen. Dann habe ich hier diese Umschläge noch dringend benötigt für meine Karten. Ich habe dann auch gesehen, dass es die ganz großen gibt. Die sind mir vorher nie aufgefallen. Die sind 15 auf 15 cm. Und da passen halt die großen Karten rein, die es beim Action auch als Basiskarten gibt. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Ansonsten halt ja dieses DIN A6-Format. Davon musste ich gleich 3 Stück mitnehmen für 85 Cent. Die brauche ich auch relativ häufig und die sind dann auch sehr schnell weg. Dann habe ich noch dieses coole Geschenkpapier gefunden mit diesen holographischen Regenbögen. Ich stehe sowieso sehr auf Regenbogen, meine Kleine auch. Wenn sie das sieht, dann habe ich es die längste Zeit gehabt, weil dann wird sie es mir stibitzen und selber verwenden. Das hat 1,19 € gekostet. Im Übrigen teile ich sowieso fast alle meine Bastelsachen mit meiner Kleinen, weil ich das sehr gerne unterstütze, dass sie so gerne und so viel bastelt. Genau. Dann habe ich diese Flakes gefunden. Ich muss sagen, ich habe lange im Regal gewühlt, bis ich welche gefunden habe, die noch nicht sehr zusammengedatscht sind, weil manche Döschen waren halt nur mit einem Klumpen voll, ist irgendwie aneinander geklebt oder zerdrückt gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Genau, da bin ich mal gespannt, was ich damit mache. Ich denke, ich werde den mit Tombow aufbringen, weil der ja immer so ein bisschen klebrig antrocknet. Und ja, vielleicht dann hinterher dafür verwendet werden kann, dass man diese Flakes aufbringen kann. Da muss ich mich einfach mal ein bisschen ausprobieren, bei was ich das verwende. Da hat eine Dose 94 Cent gekostet und die gibt es auch nur in diesen 3 Farben.
So, und dann kommen wir tatsächlich auch schon, wenn ich es richtig sehe, ja genau, zum letzten Fund, den ich hatte. Und zwar sind das diese Glitter-Alkohol-Inks. Die gibt es in mehreren Farben. Ich habe mich jetzt für diese vier Farbfamilien entschieden. Das sind, hoppala. Na, jetzt haben wir es. Zwei Blautöne, zwei Lilatöne, zweimal Grün und zweimal Rot. Ich dachte, es ist bestimmt eine coole Sache, um Hintergründe zu machen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass Hintergründe nicht ganz so mein Ding sind. Deswegen dachte ich, ich nehme die mal mit und habe sie gleich ausprobiert. Und einfach mal auf, ja, das ist dieses dieses Kolorationspapier für Alkoholmarker. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Tropfen drauf gemacht, um zu gucken, wie sich das ja entwickelt, wie das aussieht, wie das wirkt. Ich muss sagen, der Glitzer ist schon echt cool. Aber was mir gar nicht gefällt, ist das, wenn ich drüber wische, habe ich den kompletten Glitzer auf dem Finger und es ist nichts mehr da, wo es sein sollte. Das finde ich sehr schade, weil, ja, sind wir mal ehrlich, wir geben uns Mühe mit unserer Bastelei und dann hält die Hälfte nicht so, wie wir das gerne hätten. Jetzt muss ich halt überlegen, was ich mache. Entweder ich werde das mit Haarlack fixieren und einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert und wie das aussieht. Oder was mir auch gut gefällt, die Rückseite sieht auch sehr cool aus, weil es genauso ineinander läuft und bei diesem Papier drückt das ja recht gut durch. Die gefällt mir sogar teilweise noch besser als die Frontseite, auch weil es so ein bisschen, ja, dieses Weiß vom Papier noch durchscheint. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Oder was ich dann auch ausprobiert habe, wenn man die Flaschen lang genug aufrecht stehen lässt. Muss ich gerade mal kurz gucken. Und dann mit der Pipette nicht gleich zudrückt, sondern die Flasche erst aufdreht und von der Oberfläche die Farbe abnimmt und die Farbe aufsaugt, dann hat man keinen Glitzer in der Pipette und dann kann man die Farbe auch ohne Glitzer verwenden, wie hier bei dem Lila. Da ist jetzt natürlich ein bisschen Glitzer drauf, das ist hier von dem Rot und dem Grün rübergeschwappt, aber die Farbe habe ich glitzerfrei aufgetragen. Ist zwar nicht Sinn und Zweck der Sache, weil ich mich schon ein bisschen auf das Glitzer gefreut habe. Aber gut, so kann ich es wenigstens verwenden. Ich finde, das sollte man halt vorher wissen, dass der Glitzer nicht da bleibt, wo er eigentlich hingehört. Ja, deswegen ist es irgendwie so ein, ja, so ein Stück weit Fehlkauf auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite findet es trotzdem noch eine Verwendung. Genau. Das waren meine Schätze, die ich heute gefunden habe. Ein kleiner, feiner, süßer Haul. Und das war's von mir heute. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.